Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. Ja, hallo liebe KiCad-Freunde, bin von einem Nutzer angesprochen worden oder angeschrieben worden, wie man einen Autorouter in KiCad 8 installiert. Dazu habe ich hier schon mal KiCad 8 gestartet. Wir gehen hier unten auf die Plugin- und Content-Verwaltung und wir geben hier auf dem Reiter Plugins mal Free ein, wie die Freiheit, also F-R-E-E. Und dann sehen wir hier Free Routing. Das kann man jetzt installieren. Einfach hier auf Installation ausstehen klicken, dann hier unten auf Änderungen anwenden. Jetzt wird der ganze Kram hier aus dem Internet runtergeladen. Das wird alles installiert. So, wenn das hier soweit fertig ist, kann man hier wieder schließen. Wir sehen dann hier oben bei installierten Plugins, hier installiert dann auch FreeRouting. Hier könnte ich es jetzt theoretisch wieder deinstallieren, wollen wir natürlich nicht machen. Und dann können wir hier schließen und wir öffnen mal unseren Leiterplatten-Editor. Und wenn der sich dann hier mal ordentlich lädt, aha, wir sehen, jetzt fehlen hier oben die Buttons, dann machen wir hier nochmal zu. Das kann also daran liegen, dass wir hier durchaus mal das Programm neu starten müssen. Dann machen wir das einfach mal. Wir beenden mal KiCad. Gut, dass es gleich hier so passiert ist. So, jetzt haben wir es neu gestartet. Wir machen jetzt den Leiterplatten-Editor auf. Jawohl, jetzt ist der wieder hier komplett vorhanden. Und wir sehen jetzt hier oben den Button Free Routing. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sagt er mir natürlich Hurra, Hurra. Hier... dass das alles, dass noch einige Fehlermeldungen sind. Hier ist ja, das ist eine leere Platine. Es fehlt also der Platinenumriss und die Leiterbahnen. Aber er würde jetzt hier in 5 Sekunden beginnen, das zu versuchen zu routen. Das ist natürlich jetzt Quatsch. Aber wenn hier alles drin ist, dann wird das also hier in dieses FreeRouting geladen. Ihr könnt hier unter den Einstellungen von FreeRouting noch verschiedene Einstellungen vornehmen. Hier unter den Parametern und Regeln und so weiter könnt ihr hier also noch Feintuning betreiben. Würde ich jetzt für die Einsteiger an dieser Stelle aber mal nicht tun. Lasst einfach die Grundeinstellungen. Die sind an für sich schon recht gut. Und dann läuft FreeRouting entsprechend durch. Und wenn das alles fertig ist, beendet er das dann hier und liefert euch dann die fertige Platine wieder hier im, ich mache das hier mal bitte zu, wieder alles zu, so. Wir sehen, dass jetzt hier noch der Platinenumriss fehlt, es kommen jetzt Fehlermeldungen, ist klar, wir haben ja, ja, alles gut, mein Lieber. So, wir haben ja hier nichts drin in dieser Platine. Ich zeige euch das bei nächster Gelegenheit mal an einer richtigen Platine. Dann routet das alles durch und hier würde jetzt die fertige Platine stehen. Und damit kann man dann weiterarbeiten, beziehungsweise noch nacharbeiten, falls das vonnöten sein sollte. Soweit mal in Kürze dazu. Ich wünsche euch einen schönen 1. Mai und bleibt gesund bis die Tage. Tschüss, der Tom.